Sketchbibel ist heute zu Gast bei der Poetry Night der KSG und deswegen ist die Sketchbibel diesmal auch komplett anders. Also zum einen klar, sie kommt nicht am Sonntag raus und behandelt nicht das Sonntagsevangelium, sondern mitten in der Woche. Und der Text, den wir rausgesucht haben, ist zum Thema der Poetry Night. Im Anfang war das Wort, also der Prolog des Johannesevangeliums. In der Woche kommen übrigens noch zwei weitere Sketchbibeln, einmal ganz regulär zum Sonntagsevangelium, zum zweiten Advent, aber davor noch eine anlässlich der Rogate-Messe der Jugend hier vom Erzbistum Berlin. Wenn ihr also in Zukunft auch keine Sketchbibel mehr verpassen wollt, dann hier gerne nochmal die Empfehlung, abonniert den Kanal und ihr unterstützt natürlich uns dadurch und verbreitert unsere Reichweite. Und natürlich danke auch für die Likes, die ihr uns gebt und vor allem für die Kommentare. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden. Und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht. Er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.